Michelle. Hallo. Das ist immer wieder ein Wahnsinns-Sommertag. Es ist super geil, es ist hammerheiß, es gibt kein Windchen. 125.000 Menschen haben wir insgesamt hier. Die stehen da wieder eins bei 50 Grad da in der Mitte. Es ist brutal. Ich bin immer noch knallrot. Ich hoffe, man sieht es nicht so gut. Aber es hat Spaß gemacht, es war super. Es war irre. Vor allen Dingen die Idee mit dem Wasser, ne? Das war klasse. Ich wollte, eigentlich hatte ich die Überlegung, einen Schlauch auf die Bühne zu legen und die Leute abzuspritzen. Das wurde aber dann verboten. Echt? Ja, weil das irgendwie die Leute überhitzen dann, weil das Wasser zu warm wird. Also irgendwie war es halt nicht erlaubt. Schade, da dachte ich mir, okay, dann lasse ich mir ein paar Wasserflaschen auf die Bühne stellen und dann spritze ich halt so ein bisschen in der Gegend. War auf jeden Fall toll. Ja. War eine tolle Idee. Michelle, ja. Wie war denn die Stimmung? Erzähl mal. Super. Also es ist natürlich hier im Ruhrpott, da ist Dortmund ist sowieso ein deutscher Song liebendes Publikum und man hört es jetzt, man hat es die ganze Zeit gehört, die Leute lieben die deutsche Musik, egal in welche Richtung sie gehen, die sind einfach dabei, die stehen hier echt in dieser Bullenhitze, ich denke mal, da hat es bestimmt 50 Grad, die stehen da und haben einfach einen Riesenspaß und das ist hammergeil. Ja, es ist echt Wahnsinn. Gerade ist die Gruppe Brings dran aus Köln, ja. Ne? Das wollen wir doch hören. Yeah, ich komme ja auch aus Köln. Ja, genau, ich auch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir sind fast Nachbarn. Geilste Stadt der Welt. Geilste Stadt der Welt, ne? Was ist dir im Leben total wichtig? Meine Kinder. Habe ich fast mit gerechnet. Hast du eigentlich auch noch einen Hund? Oder? Ja, doch, ich habe einen Nackthund. Der ist normalerweise auch dabei, aber da die Kinderfrau jetzt noch besonders im Urlaub ist, die hat ihn mit nach Frankreich genommen, kommt er erst am Sonntag zurück. Also ich habe ihn dann nächste Woche auf jeden Fall dabei. Ja, das ist schön. Ja. Dann lerne ich den auch mal kennen. Genau. Ja. Ja, Nackthund, hast du keine Lust mehr auf Friseur? Nee, den haben wir aus Ungarn, aus der Tötungsstation rausgeholt und wie man weiß, habe ich ja ganz oft so mit Organisationen zusammengearbeitet. Habe aber jetzt die kleine Fiona damals rausgeholt, ihr Bruder hat es nicht überlebt und die war aber so zuckersüß in ihrer Art, dass ich sie behalten habe und sie ist eigentlich immer und überall dabei und ist, du wirst sie kennenlernen, also ein Herz, wirklich, das ist ein ganz, ganz, ganz süßer Hund. Ja, wir haben ja zwei Yorkies. Ja, Terrier. Ja. Mehr brauche ich gar nicht sagen, genau. Du kennst es. Ja, ja. Du als Tierna auf jeden Fall. Was magst du am liebsten, Sommer oder Winter? Absolut Sommer. Ich bin überhaupt kein Schneemensch. Ich liebe den Sommer und wenn man mich jetzt fragen würde, wenn du mich jetzt fragst, wo gehst du am liebsten in den Urlaub? Immer da, wo Sonne ist und Strand. Ah, auf jeden Fall. Könnten wir heute auch hier gebrauchen. Ja, obwohl ich jetzt so ein bisschen Schnee vielleicht. Also es ist so heiß, aber okay, der kommt bestimmt noch früh genug. Das obwohl kommt. In Köln, naja, weiß ich auch nicht. Ja. Du gehst ja bald auf Tour, ne? Ja, im Februar geht's los. Was kannst du deinen Fans denn davor schon verraten, was es da vielleicht zu sehen gibt? Vielleicht ein kleines Schmankerl schon so zum Anheizen. Naja, wir sind ja noch mitten in den Vorbereitungen. Die Tour, das Tourprogramm steht jetzt noch nicht zu 100%. Das ist ja doch noch mal ein bisschen hin. Wir haben noch ein paar andere Sachen, die jetzt erstmal vorgehen. Sind noch in den Vorbereitungen, wie gesagt. Das wird auf jeden Fall eine Tour mit meiner tollen Band natürlich live. Wir haben viele Überraschungen wieder dabei. Aber ich kann darüber einfach noch nicht sprechen und natürlich auch noch nichts verraten. Okay. Aber es wird auf jeden Fall eine tolle Tour werden. Das glaube ich. Ich hoffe, wir sind bei einer auf jeden Fall dabei. Das wünsche ich mir. Ja, gerne. Michelle! Nächste Woche bist du wieder dabei? Ja, zum Abschluss. Dann ist schon vorbei. Dann ist Ole vorbei. Aber nächstes Jahr bin ich ja wieder dabei. Wunderbar. Yes. Magst du noch ein bisschen die Leute, an deine Fans vor allen Dingen aufrufen, dass sie nächste Woche noch vorbeikommen? Liebe Musikfans, liebe Ole-Fans, nächste Woche letzter Termin, unbedingt dabei sein. Wir sind auf Schalke, Ole, und ich hoffe, ihr kommt alle vorbei. Na, wenn das mal kein Aufruf war. Ja. Also, alle vorbeischauen. Ja. Jeder, der Lust hat. Dann danke ich dir für deine Zeit, die du geopfert hast. Und wir wünschen auch von schlager.de dir alles Gute. Danke. Und vor allen Dingen auch für deine eigene Tour ganz viel Erfolg. Mir ist immer am wichtigsten, die Menschen haben Spaß an der Musik. Ja, das ist das, was uns alle verbindet. Ganz genau. Wunderbar.